Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Mit diesem Satz aus dem Lukas-Evangelium begrüße ich Sie herzlich, auch zu Hause am Internet und an Ihrem Computer zu diesem Gottesdienst. Die zweite Kerze erzählt, Gott ist auf dem Weg zu uns. Sie weckt unsere Sehnsucht nach der göttlichen Geburt im Stall. Sie lässt uns hoffen, dass Gott greifbar wird und der Friede spürbar, den er uns verspricht. Erwarten wir ihn gemeinsam mit den Liedern, die wir singen, in den Worten, die wir hören und im Schweigen, das wir teilen. Ich begrüße ganz besonders meine Gäste, Sie alle heute hier, Herr Schindera, Herr Hausmann, Herr Weißenborn, der mich nachher entpflichten wird, und alle, die mich begleitet haben in diesen Jahren hier in Zell. Wir beginnen und feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nun bin ich gespannt, welches erste Lied wir hören werden. Unsere Sänger, Frau Holzmann, werden das erste Lied für uns singen. Wir beten mit den Worten des Psalm 80 und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe, erscheine, der du thronst über den Cherubim, erwecke deine Kraft und komm uns zur Hilfe. Herr Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen beim Gebet deines Volkes? Du speisest sie mit Tränenbrot, du tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen. Herr Gott Zebaoth, wende dich doch
Schau vom Himmel und sieh, nimm dich dieses Weinstocks an. Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir großgezogen hast. So wollen wir nicht von dir weichen. Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen, Herr Gott Zebaon. Tröste uns wieder, lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. Er sei dem Vater. Ewiger Gott, der Advent weist uns auf die Anfänge deiner Geschichte mit uns. Du zeigst dich unter uns und fühlst uns unter die Haut. Du lebst ein Menschenleben und richtest uns auf die Zukunft aus, die du schenkst. Wir bitten dich, schaffe dir Raum in diesem Advent unter uns und in uns und in unserer Welt, auf dass wir dir begegnen. Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. Herr, Gott Zebaoth, tröste uns wieder. Lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. Amen. Bitte nehmen Sie Platz, wir hören nun auf die Schriftlesung. Die Schriftlesung auf den heutigen zweiten Advent steht beim Propheten Jesaja in den Kapiteln 63 und 64. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist dein Name von alters her. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen.
Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr. Ich weiß nicht, wie es Ihnen eben gegangen ist. Ich glaube, wir müssen erst wieder entdecken, welche wunderschöne Akustik unser Chor hat. Vielen Dank. Vielleicht geht es uns wie mit dem Stern, der uns zur Krippe führt, dass wir in dieser Stunde auch den wichtigsten Punkt von Zell, diese kleine Kapelle, wieder entdecken. Bestimmt vor 800 Jahren das erste Zuhause von Mönchen, die hier ihre Heimat von Faunda aus gesucht und gefunden haben. Gute Aussichten im Advent. Stärkt eure Herzen. So werden wir heute eingeladen von unserem Predigttext. Es kann nicht mehr lange dauern, bis es soweit ist, dann aber gehen die Jahre ins Land. Und die Jahrzehnte, auch meine. Allmählich wachsen die Zweifel, sinkt der Mut. Die Bereitschaft auch, sich gegen die inneren und äußeren Widerstände für die Sache Jesu einzusetzen. In dieser Situation hinein schreibt Jakobus. Mit seinem Brief reagiert er auf die Zweifel, die mal sehnsüchtig, mal resigniert, mal verzweifelt nach der Zukunft Gottes in Bethlehem im Land Judäa fragen. Ich lese Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. So seid nun geduldig. Liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wider einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür.
Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Das zähe Warten setzt ihnen zu. Belastet ihr Zusammensein der Menschen damals. Jakobus weiß das. Einer seufzt und wettert und klagt gegen die anderen. Du machst das falsch, du machst das falsch. Ich selbst kann nicht mehr, ich kann deine ewigen Vertröstungen nicht mehr hören. Und doch warten sie weiter. Beieinander, miteinander, müssen sie einen Weg finden füreinander. So ist das manchmal, wenn Geduld auf der Probe steht, wenn es einen schier zerreißt. Dann brauche ich doch den anderen, der mich unterstützt, der die Geduld aufbringt, die mir und uns so schrecklich fehlt. Und so warten die Menschen weiter. Miteinander, füreinander. Und nur Gott selbst weiß, wie lange. Als ich das geschrieben habe, habe ich das sehr aktuell für Corona empfunden. Warten auf den Impfstoff. Warten auf Entschädigungen. Warten auf das Sinken der Zahlen, sodass wir uns wieder normal hier treffen können mit 300 Menschen hier in der Kirche. Warten, warten. Vielleicht geht es manchen in seiner Arbeitssituation oder anderen persönlichen belasteten Situationen. Es war einmal ein Bauer, schreibt Jakobus, der seine Felder bestellt und den guten Samen sät. Dann wartet er auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis der Frühregen kommt und der Spätregen auf sie niederregnet. Er wartet. Er wartet. Woher kommt ihm seine Geduld? Karl Barth hat einmal geantwortet auf diese Frage. Sie kommt daher, dass er weiß, worauf und warum erwartet. Es war einmal ein Pfarrer Meile, der hat zu seiner Einsetzung vor fast 12 Jahren eine solche kreative Stromverteilerdose bekommen von seinem damaligen Kirchengemeinderatsvorsitzenden Eike Vogt, der da drüben sitzt. Diese Stromverteilerdose mit 2 Kabeln stand immer in meinem Büro für das Warten und hat gewartet. Da steht bis heute drauf, den Zettel, den er damals dran gemacht hat, Gemeindeleitung und auch Verteiler, Kirchengemeinderat. Und das Wichtigste, oben an den Kabeln, eine kleine Birne, die leider nicht mehr tut, weil die Batterie so erodiert ist, dass es nicht mehr brennt. Sie sollte das Licht des Evangeliums scheinen lassen bis zum heutigen Tag des Abschiednehmens. Ein wunderbares Geschenk damals, Eike, das mich immer wieder zum Nachdenken gebracht hat. So habt auch ihr Geduld. Wie der Elektriker, wie dieser Handwerker, der die Leitungen zwar legen kann, gut mit einer Klemme verbinden kann, aber den Strom macht er nicht selber. Wie die Diakonie,
Und die Propheten, sagt Jakobus, in ihrem Kampf für Gerechtigkeit, die hoffentlich wissen, dass es nicht vergebens ist. Die Geschichte, die damals in Bethlehem in aller Armut begann, wird zu Ende erzählt werden. Aus dieser Gewissheit erwächst sie die Geduld. Und aus dieser Gewissheit wird sie auch groß und stark. Und der Abschied erträglich. Gute Aussichten im Advent für Corona. Wenn wir auf Gott vertrauen und seine Wege und die Wege der Menschen unterstützen und wahrnehmen und gehen, verzähl gute Aussichten und sieh als Personen gute Aussichten. So habt auch ihr Geduld, schreibt Jakobus. Auch die Propheten sind nicht still zu kriegen. Wunderbar. Ich habe mir immer eine prophetische Diakonie gewünscht und nicht die graue Maus in unserer Kirche. Die Bemühungen um eine lebendige, von Gott geführte Gemeinde, die Barmherzigkeit lebt in Zell. Das ist ja hier angesprochen. Für den Schutz der Kinder in unseren Familien, ganz besonders in diesen Tagen in unseren Kindergärten. Und Sie wissen alle, was es heißt für junge Familien gerade. Und in den Schulen. Und ganz besonders in unserer Kirche hier. Ich appelliere an Sie, stärken Sie die Kinder- und Jugendarbeit. Aber nicht nur Sie, auch unseren Mittagstisch für Senioren und Familiengottesdienste. Ich habe es immer wieder erzählt, eine Aussage einer Seniorin hier beim Mittagstisch. Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich sterbe nicht an Corona, aber an Einsamkeit. Weil eben nicht Corona am Ende das letzte Wort hat, sondern Gottes Geschichte zu Ende erzählt wird, mit uns und hier vor Ort. Und ja, deshalb halten wir uns einander daran fest, wie Hiob es uns schon gelehrt hat, das wusste Jakobus. Wenn der Pfarrer in den Ruhestand geht, eine neue Pfarrerin oder ein neuer Pfarrer ihren seinen Platz finden will und die Gemeinde in Zell Besuch erwartet, ich gehe, Christus kommt, Gott sei Dank. Mit einem barmherzigen Herr, Jesus Christus, und barmherzigen Menschen, die sichtbar sind im Gottesdienst, im Besuchsdienst, im Chor, bei der Begleitung der Trauernden, bei der Begleitung der Fremden, beim Studium der Bibel, dann wird das gelingen. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Und noch viel schöner trägt das ins neue Jahr hinein, die Jahreslosung für 2021. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Gute Aussichten im Advent und die nächsten Wochen und Monate. Gute Aussichten. Es kommt eine gute Zeit. Amen. Thank you.
Wir treten vor Gott und beten, wenden uns an ihn. Gütiger Gott, wir sehen auf zu dir und bitten dich, gib Acht auf uns, auf unsere Stadt, auf unsere Gemeinde. Sie wartet auf Erlösung, wo Stöhnen und Seufzen ist, wo Entmutigung und Abschied erlebt wird. Wir bitten dich, lass dein Licht leuchten unter uns. Treuer Gott, wir sehen auf zu dir und bitten dich, gib Acht auf all jene, die Trost suchen und keinen finden, die hungern nach Liebe und Aufmerksamkeit, die einsam sind gerade in den Adventstagen. Schicke ihnen eine oder einen guten Hirten. Wir bitten dich, lass dein Licht leuchten unter uns und weise uns den Weg. Barmherziger Gott, wir sehen auf zu dir und bitten dich, sieh auf deine Gemeinde. Hilf uns hier in dieser Kirche und auf dich zu hören und dein Wort hier in Zell zu leben. Stärke unser Vertrauen in dich und nähre unsere Hoffnung darauf, dass du kommst, wie es uns verheißen ist, und uns neue Kraft und Zukunft schenkt. Wir bitten dich, lass dein Licht leuchten unter uns und weise uns den Weg zu dir. Gemeinsam beten wir, wie Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, lieber Pfarrer Meile, liebe Frau Pflanzmeile zusammen mit ihrer ganzen Familie, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder hier in Zell. Mitten im Advent, in der Zeit, die so sehr von Ankunft und Aufbruch geprägt ist, Gott kommt zu uns, wir bereiten uns miteinander auf die Geburt Jesu Christi vor, inmitten dieser besonderen Zeit, nehmen Sie Abschied. Abschiede sind immer Abschnitte. Abschiede aus dem Pfarrdienst sind immer Einschnitte und Übergänge. Da ist auch etwas Wehmut dabei. Bei denen, die aus diesem aktiven Dienst herausgehen, also bei Ihnen, aber auch im Blick auf die Gemeinde, mit der man doch relativ lang unterwegs war. Aber es hat trotz allem etwas Helles und Frohes, weil über allem und in allem das Licht, das unser Gott schenkt, weil dieses Licht leuchtet. Und dieses Licht, es darf auch Sie und Ihrer Familie, Ihrer Frau Orientierung geben. Am 15. Januar 2009 haben Sie Ihren Dienst hier in Zell angetreten. 11 fordernde, dichte Jahre waren es. Doch es kommt nicht nur der Pfarrdienst in Zell für Sie heute zu einem Abschluss, Sie treten auch in den wohlverdienten Ruhestand. Zählen wir von der ersten theologischen Dienstprüfung bis jetzt, so sind es 32 Jahre im Pfarrdienst. Neben Zell nenne ich noch Stationen Ihres Wirkens Fullingen und Rudersberg.
Neben Verkündigung und Seelsorge gehört, wir haben es gerade auch in Ihrer Predigt natürlich wieder gehört, die Diakonie ganz, ganz wesentlich zu Ihnen. Kirchengemeinde und Diakonie, beides ergänzt sich. Das eine bitte nicht ohne das andere. Der Glaube an Jesus Christus, er muss konkret werden. Dieser Glaube muss zur Tat werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist irgendwas schief in und mit diesem Glauben. So haben Sie es immer gesehen und gelebt. Kirche, in der die Milieus mal draußen bleiben. Sie waren, lieber Herr Meiler, unser Diakoniepfarrer in den letzten Jahren mit dem Vorstand vom Kreisdiakonieverband. Den diakonischen Bezirksausschuss haben Sie geleitet, viel Herzblut haben Sie in die Arbeit auch mit geflüchteten Menschen gesteckt. Ich denke an den Beginn der Krise 2015 zurück. Sie waren hier in Zell gleich vor Ort zur Stelle, haben mitgeholfen, zusammen mit anderen natürlich das Gemeindehaus geöffnet, andere zum Mittun animiert. Die Notfallseelsorge haben Sie mitorganisiert im Bezirk und da viel Kraft reingesteckt. Ich denke an unsere Diakoniesynode, ja, die haben wir 2012 auf den Weg gebracht. Sie haben die Themen eingebracht, unter anderem auch im Verwaltungsausschuss. Und manchmal waren Sie auch der Mann am Klavier. Mit Zell waren und sind Sie eng verbunden. Das kirchliche Leben hier vor Ort stärken. Bei den Menschen sein. Der ökumenische Horizont. Den Ort verstehen. Die Kommune, keine Scheuklappen miteinander, etwas auf den Weg zu bringen, Dorffest, Jubiläen, Bürgerausschuss, was auch immer. Offen für neue Wege, auch das, ich nenne die Zeller Tage. Eine Sprache sprechen, die Leute verstehen. Auf dem Boden der Schrift natürlich. Und mitgeholfen, dass sich Dinge auch im Distrikt, dem Fahrplan geschuldet, bewegen. Und baulich gab es auch einiges. Lieber Pfarrer Meile, so danke ich Ihnen persönlich, aber auch im Namen der Landeskirche für Ihre im Pfarrdienst über 30 Jahre treu geleisteten Dienste in Verkündigung, Seelsorge, Gemeindearbeit, Gemeindeleitung und Diakonie. Das Evangelium von Jesus Christus, das dir mit der Ordination anvertraut worden ist, das hast du in Wort und Tat, in guten und in schweren Tagen, an der Seite von Menschen bezeugt, damit diese Trost und Hoffnung, Rettung und Halt empfinden. Du hast zum Wohl der Kirchengemeinde gewirkt. Nicht alles im Dienst eines Pfarrers steht uns immer vor Augen. Vieles geschieht dort auch im Verborgen. Aber wir können Früchte deines Wirkens unter uns wahrnehmen. Danke dafür. Und in diesen Dank möchte ich auch Sie, liebe Frau Pflanzmeile, mit einschließen. Und nun beginnt etwas Neues, etwas Schönes. Der Ruhestand. Von den offiziellen Verpflichtungen bist du jetzt entbunden. Aber natürlich, als Pfarrer bleibt das Recht, Gottesdienste zu halten und die Sakramente zu spenden. In den nächsten Wochen wird das ja auch noch ein bisschen bis Weihnachten möglich sein. Gott segne, was du in seinem Namen getan hast. Er wende zum Guten, was offen geblieben ist und nicht gelungen ist. Und er vollende, was du begonnen hast. Sein Friede sei mit dir. Hiermit entpflichte ich dich von deinen Aufgaben, die sich mit dieser Pfarrstelle in Zell verbunden haben. Du darfst loslassen. Du darfst neue Erwartungen aufbauen. Gott, unser Gott, ist treu. Und der euch bis hierher geführt hat, der wird euch weiterführen. Dem zurückliegenden Dank, dem kommenden Jahr. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Heiliger und treuer Gott, wir danken dir, dass du immer wieder sichtbar deinen Segen unter uns austeilst.
Wir danken dir heute besonders für den Dienst von Pfarrer Martin Meile und danken für alles, was er und seine Frau in die Kirchengemeinde an Kraft und Zeit hineingesteckt haben. Lass die Mühe nicht vergeblich sein. Lass sich die Dinge weiter segensreich in Zell entwickeln zu deiner Ehre. Wo Fehler gemacht wurden, bitten wir dich um Frieden. Vergib, was wir einander schuldig geblieben sind. Bleibe mit Martin Meil und seiner Familie weiter unterwegs, hier in Esslingen am neuen Wohnort. Und nimm in deine Kraft die Kirchengemeinde. Schenke Wachstum, Glauben, offene Herzen und Häuser für dein Wort, gerade jetzt in der Adventszeit. Wirke du auch bei der Neubesetzung der Pfarrstelle. Stärke uns alle in diesen Zeiten mit dem Zuspruch deiner Gnade. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Lieber Herr Meile, ich habe noch ein kleines Geschenk für Sie vorbereitet. Das ist eine besondere Kerze. Sie sehen, was passiert, die zünden Sie dann an und dann entwickelt sie sich, so hat man mir sagen lassen, nicht zu einem Feuerwerk, aber zu einem Engel. Ich finde, das ist irgendwie ein schönes Symbol und eine kleine Grußkarte dazu. Nochmal vielen Dank. Und ich möchte auch hier nochmal den Verantwortlichen der Kirchengemeinde herzlich danken für alles, was Sie jetzt auch in der Vakatur zu tun haben. Ich schaue mal zum Herrn Schietinger auf der rechten Seite von mir und den Kirchengemeinderat. Die Dinge sind hier gut unterwegs und wir, auch die Vertretung ist geregelt. Der Pfarrer Stölzle wird ja dann hier Vertretungsdienste übernehmen und dann nehme ich das Wort auf von Ihnen. Es wird eine gute Zeit. Danke für alles, was Sie da im Moment auch einbringen. Danke. Thank you.
Guten Morgen, jetzt war ich ganz überrascht, ich habe mir gar nicht gedacht, dass ich dran bin, aber ich glaube, das kriege ich hin. Lieber Herr Meile, lieber Herr Dekan Weißenborn, lieber Herr Schietinger, liebe Festgemeinde, schön am zweiten Advent hier zu sein, mit wenig Menschen. Lieber Eike, schön dich zu sehen, trotz Maske. Ich darf als Vertreter der Diakonie im Landkreis Esslingen und als Geschäftsführer vom Kreis Diakonieverband ein Grußwort sprechen. Sie sind seit 2016 als Vertreter des Kirchenbezirks Esslingen im Vorstand der Diakonie im Landkreis Esslingen, aber auch im Kreis Diakonieverband. Zudem, wie schon von Herrn Weißenborn gesagt, natürlich auch schon Jahre Diakoniepfarrer, haben immer den diakonischen Bezirksausschuss geleitet, Diakoniebeauftragte und die Vertreterinnen und Vertreter der diakonischen Einrichtungen zusammengebracht. Was ihnen immer wichtig war, ist der Austausch, miteinander Dinge zu besprechen, zu bewegen und auf den Weg zu bringen. Denn Barmherzigkeit braucht auch Gerechtigkeit. Nicht nur Barmherzigkeit, sondern wir müssen uns auch als Kirche dafür stark machen, dass sich Rahmenbedingungen für Menschen ändern, die es schwer haben, besonders auch in diesen Zeiten. Ein diakonisches Herz wohnt ihnen inne. Und was uns fehlt im Landkreis Esslingen, doch nicht nur dort, ist bezahlbarer Wohnraum für alle. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und jede wohnt im Eigenheim, in der Mietwohnung, in der städtischen Unterkunft oder unter der Brücke. Ein äußerst schwieriges Thema, nicht leicht zu lösen. Viele wissen es besser, doch Lösungen sind schwierig. Und doch müssen wir als Kirche die Stimme erheben für die, die am Rande stehen, die sich nichts mehr leisten können, weil die Mietzahlungen so hoch sind, der Geldbeutel leer und unsere Anträge in den Tafeln nehmen zu, weil die Menschen in Kurzarbeit sind, arbeitslos oder weil die Mensen geschlossen sind und die Kindertagesstätten kaum mehr Essen anbieten. Da bleibt beim Hartz-IV-Satz und beim Geringverdiener nicht viel übrig. Und warum läuft der Fernseher in vielen Familien, die wenig Geld haben? Da ist eben alles schon gesagt. Es muss was getan werden, und das war Ihnen auch immer wichtig, Herr Meile, mit Energie an das Thema ranzugehen, es zu benennen. Sie und Ihre Kirchengemeinde waren in der Zeit, als viele Menschen zu uns geflüchtet sind, ein wichtiger Ort. Sie haben bei Ihnen Schutz erhalten. Sie suchen einen Ort, wo Sie in Frieden leben können. Und Zell war ein Leuchtturm für viele Menschen. Ein Rettungsanker. Herzlichen Dank an Sie alle, die Sie das ermöglicht haben. Es macht ja nicht nur der Pfarrer, aber der ist oft Impulsgeber, Treiber und ein wichtiges Glied in der ganzen Kette der Hilfe. Eine ganz weihnachtliche Botschaft. Sie haben Ihnen einen Platz in der Herberge ermöglicht. So sind wir Protestanten. Wir tun was, nicht immer im Lauten, manchmal auch im Leisen, nicht immer bequem, nicht immer pflegeleicht, doch wir gestalten mit. Und auch wenn unsere Zahlen weniger werden, so sind wir als Kirche da und wir dürfen das vielleicht auch wieder deutlicher benennen. Und Sie wissen, nichts machen ist einfach. Und wer was tut, der trifft immer viele Besserwisser und Besserwisserinnen. Die müssen wir ernst nehmen, mit denen müssen wir sprechen, doch die dürfen uns letztendlich nicht hindern daran, unsere Dinge zu tun, nämlich für Menschen einzustehen, für bessere Lebensbedingungen, dass aus dem Wort auch die Tat wird. Kirche ist Diakonie und Diakonie ist Kirche. Das haben sie auch immer gelebt. Ja, wir erinnern uns an die Vesperkirche in Esslingen oder Herr Weißenborn jetzt mit Blar, sich auf den Weg zu machen, Dinge zu gestalten, zu machen. Sie sind auch ein guter Zuhörer, lieber Herr Meile. Das habe ich immer wieder gemerkt. Und wenn es darum ging, dann standen Sie nicht immer an der Seite der Gremien, der Formalismen, sondern an der Seite der Menschen. Sie und der Terminkalender oder der Kaminkalender und Sie, das waren so nicht immer so die große Harmonie, das habe ich immer mal wieder gemerkt, aber von dem her hoffe ich, Sie haben an Ihrer neuen Bleibe ein richtig gutes Internet. Genau. Das darf man ja auch sagen, neben dem vielen Schönen.
Ich sage herzlichen Dank im Namen der Menschen, für die Sie sich immer eingesetzt haben. Ich sage Dank auch für die Mitarbeiter, auch für die Sie da waren und als Diakoniker immer wieder für die Sache gestritten haben. Danke für das gute Miteinander. Ich sage Dank im Namen aller Träger, auch speziell von denen in Esslingen, von den Mitarbeitenden vom Kreisdiakonieverband, auch von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Glück auf und Gott befohlen in eine neue Zeit. Ein schöner Kalender von der Diakonie, den lasse ich Ihnen noch zukommen. Alles Gute. Danke. Lieber Martin, dieses Bild, das ich für dich gemalt habe, soll mein ganz persönliches Abschiedsgeschenk sein. Zum besseren Verständnis möchte ich es doch noch ein wenig erklären. Das Bild soll die christliche Botschaft der Hoffnung in den Regenbogenfarben aufnehmen und mit dem Lied "Ins Wasser fällt ein Stein" verbinden. Besonders mit dem Vers, wo Gottes große Liebe in einem Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Es soll symbolisch dein Wirken als Pfarrer hier bei uns in Zell, dein Verständnis von der Tätigkeit als Pfarrer und deine Persönlichkeit als Pfarrer zusammenfassen und widerspiegeln. Lieber Martin, du warst und bist ein echter Seelsorger. Das Ohr immer bei dem Menschen, unvoreingenommen und offen gegenüber jedermann. Immer darum bemüht, allen gleichermaßen gerecht zu werden. Du nahmst deinen Auftrag als Pfarrer, als Seelsorger, für die Menschen da zu sein, sehr ernst. Oft genug auch über die eigenen Kräfte hinaus, bis an die Grenzen der eigenen Belastbarkeit. Du warst immer integrierend, darum bemüht, niemanden außen vor am Rand stehen zu lassen. Das christliche Gebot der Nächstenliebe war bei dir spürbar in deinem Tun. Du hast es praktisch und authentisch gelebt und Gottes Liebe zu den Menschen im Zusammenleben lebendig werden lassen und überzeugend dazu eingeladen, sein großartiges Angebot anzunehmen. Die christliche Botschaft der Hoffnung hast du nicht nur in deine Predigten weitergegeben, sondern vielen Menschen in deinem Wirken und Tun vermittelt und Hoffnung gegeben. Lieber Martin, euer beider großes Herz, deines wie das deiner Frau Dorothee, eure Empathie und eure Anteilnahme, eure Mitmenschlichkeit, eure Aufgeschlossenheit und eure Offenheit haben sehr gut getan. Die Tür zum Pfarrhaus stand für jedermann allzeit offen. Ob es um die geistlich-seelsorgerische Nahrung ging oder einen Hungrigen mit einem belegten Brot zu versorgen. Euer unermüdlicher Einsatz buchstäblich bei Tag und auch bei Nacht war einfach bewundernswert. Für all dein Tun und Wirken danke ich dir herzlich. Aber nicht nur ich, sondern der gesamte Kirchengemeinderat, alle Kolleginnen und Kollegen möchten dir sehr herzlich danken für deinen Einsatz,
für dein Wirken als Pfarrer in Zell, für alles, was du mit deiner Frau Dorothee zusammen in dieser Zeit, die ihr hier bei uns wart, alles für unsere Gemeinde getan habt. Ihr habt frischen Wind in unsere Gemeinde gebracht, das Gemeindeleben bunt gemacht und die Gemeinschaft, wo es nur ging, gefördert und spürbar gemacht. Das hat uns gut getan. Ihr werdet uns fehlen. Du warst sehr stolz darauf, dass ihr es geschafft habt, bei eurem Umzug aus dem Pfarrhaus nach Esslingen euren Hausrat und die Anzahl der Umzugskisten erheblich im Vergleich zu der Anzahl der Kisten zu reduzieren, die ihr beim Einzug mitgebracht habt. Wir haben uns also für ein nicht allzu großes Geschenk entschieden, das nicht allzu viel Platz einnimmt, das aber zur Gestaltung der nun gewonnenen freien Zeit beitragen soll. Wir haben ein personalisiertes Puzzle für dich fertigen lassen, auf dem im Zentrum unsere Zeller Kirche abgebildet ist und rundherum Bilder des gesamten Kirchengemeinderats verteilt sind. Es soll dich an uns und deine Zeit in Zell erinnern. Sind tatsächlich alle Kirchengemeinden gekommen? Ja. Da bin ich gespannt. Schwierige Farben wird eine lange Aktion. 1000 Teile. Oh, da müssen meine Enkelkinder her. Nachdem wir ja leider Corona-bedingt nicht ein eigentlich gebührendes Abschiedsfest für dich ausrichten können, haben wir mit der Unterstützung vieler Gemeindeglieder und Menschen in Zell, mit denen du Kontakt hattest, ein Erinnerungsbuch gestaltet. Es wurde gebastelt, geschrieben, gemalt, geklebt, Fotos mit gemeinsamen Erinnerungen herausgesucht. Seiten wurden am Computer grafisch gestaltet. Viele Menschen haben ihre ganz persönlichen Erinnerungen, Grüße und Wünsche auf einer jeweils ganz individuell gefertigten Seite Liebe und Fantasievoll für dich festgehalten. Diese sind nun alle in diesem Buch eingeklebt. Es kommt vielleicht noch das eine oder andere dazu. Dann darf ich mich jetzt zurückziehen und das andere. Aber ich würde gerne meine Frage machen. Das kommt noch. Im Namen der gesamten Kirchengemeinde dürfen wir dir auch nochmal von Herzen danken. Als kleines Dankeschön möchten wir dir einen Gutschein in Form der Esslingen-Card überreichen, den du mit deiner Frau individuell einsetzen kannst. An dem haben sich neben dem Kirchengemeinderat auch einzelne Gemeindeglieder beteiligt. Das steht dann alles auf der Karte drauf, wer mitgemacht hat. Ob ihr euch für ein kulturelles Programm, einen Kinobesuch, Restaurantbesuch entscheidet, was hoffentlich ja bald wieder möglich sein wird, oder in einem der zahlreichen teilnehmenden Geschäfte etwas erwerben wollt, könnt ihr frei wählen. Liebe Dorothee, komm zu uns. Liebe Dorothee, mit deiner Fröhlichkeit und deiner Kreativität warst du eine Bereicherung für unsere Gemeinde und eine wertvolle Stütze, die sich mit fast unglaublicher Energie und Ausdauer für unsere Gemeinde eingesetzt und auf vielfältigste Weise eingebracht hat. Wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Wir danken euch beiden von ganzem Herzen und wünschen euch für den neuen Lebensabschnitt Gottes Segen, alles Liebe und Gute. Nochmals ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte es einfach unterstreichen, was meine Vorgängerin Nancy Trautmannsdorf-Weinsberg gesagt hat. Herzlichen Dank, lieber Martin, liebe Frau Meile, für alle Mühen und allen Dienst hier in unserer Gemeinde, für das Miteinander, für das gegenseitige Stärken und Ermutigen auf dem Weg.
Ich möchte auch nochmal ganz herzlich danken allen, die sich an diesem Buch beteiligt haben. Ich muss gestehen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob das was werden könnte, und am Ende mehr als überwältigt, was da alles zusammengekommen ist. Keine Sorge, ich habe nicht alles gelesen, es ist ja für dich bestimmt, aber allein schon die äußere unterschiedliche Form dieser Beiträge, das ist wunderbar. Ich beneide dich um den Genuss, den du haben wirst. Ich möchte auch Ihnen alle herzlich danken, den Familien Meile, Herrn Weisenborn, Herrn Hausmann, Herrn Schindera, Röckers als langjährige Kirchenpfleger, Eike Vogt und Frau Familie Bauknecht, Herr Kohnen, der trotz Gottesdienst heute auch noch dazugestoßen ist, dem Technikteam ganz herzlichen Dank. Und den Kolleginnen und Kollegen vom Kirchengemeinderat und natürlich dem Gesangsquartett, dass sie heute mit uns in schwieriger Zeit diesen Gottesdienst gefeiert haben. Das war auch für uns Ermutigung und Stärkung, dass sie da waren, dass sie gekommen sind. Und auch Dank an alle, die den Livestream verfolgt haben. Wenn ich es richtig weiß, bleibt es auch noch eine Weile im Internet stehen. Kann man noch mal nachgucken. Vielen, vielen Dank. Das heutige Opfer erbitten wir für die Gefängnisseelsorge. Auch da herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Kommenden Donnerstag ist um 19 Uhr Adventsandacht hier in der Kirche. Mit, das ist immer ein bisschen komisch, wenn man sich selber abkündigt. Danke. Nächsten Sonntag, dem dritten Advent, feiern wir um 9.50 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Meile. Herzliche Einladung dazu und herzliche Einladung auch zur offenen Kirche. Die Kirche ist heute und am nächsten Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst bis 15 Uhr geöffnet. Wenn jemand zu anderen Zeiten in die Kirche kommen möchte, vereinbaren Sie bitte einen Termin im Pfarramt. Begrenzt ist die Anzahl der Besucher auf 10 Personen im Kirchenraum. Kinder werden nicht mitgezählt. Es ist wunderbar, wenn man hier die Krippen anschauen und besichtigen kann. Also ganz herzliche Einladung auch dazu. Habe ich was verpasst. Und zwar, als ihr hier alle vorne standet, ihr Kirchengemeinderäte, wollte ich euch eigentlich was überreichen. Wärt ihr so freundlich und würdet ganz schnell angesichts der Zeit nochmal vorkommen? Ich war so beeindruckt von den Worten, dass ich gar nicht wusste, ob ich gemeint war. Ich wollte mit einem kleinen symbolischen Geschenk einen Wassertropfen aus Glas mitgeben, weil mir die Taufe immer sehr wichtig war. Die hier in der Gemeinde sind, die wussten oder wissen, dass ich nach der Taufe die Kinder immer durch die Kirche trage. Ja? Und einmal habe ich auch einen Konfirmanden tragen lassen. Ja? Als Show, überhaupt nicht, sondern als Zeichen der Zusammengehörigkeit und der Sichtbarwerdung der Gemeinschaft, dass die Taufe uns in eine Gemeinschaft hineinruft, die manchmal schwer sein kann, aber die uns auch trägt. Und das ist mir immer ein ganz wichtiger Gedanke gewesen. Ganz schnell jedem einen solchen kleinen Wassertropfen als Zeichen meines Dankes an euch und unserer Zusammenwirkens.
ihr kennt ja alle meine Befürchtungen, dass die Reden zur Christenverfolgung führen. Ja? Also, dass es nicht einfach ist, auch angesichts der Corona-Bestimmungen jetzt noch auf meine dankenden Worte zu hören. Ich weiß nicht, sollten wir auch mal lüften eigentlich oder hier hinten aufmachen, sodass etwas frische Luft hier durchgeht. Vielen Dank, ihr durft wieder hinsitzen. Herzlichen Dank. Mein Konfirmationsspruch lautet: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich bin jemand, der morgens zwischen 4 und 6 Uhr seine Erlebnisse verarbeitet. Das muss ich abziehen, Entschuldigung. Der seine Erlebnisse morgens so zwischen 4 und 6 Uhr verarbeitet, das war auch heute Morgen so, und neue Ideen und To-Do-Listen erstellt. Ich freue mich sehr, dass ihr als Kirchengemeinde meine Frau so gedankt habt, dann brauche ich es nicht mehr machen. Für mich bleibt diese Zeit und Unterstützung unvergesslich. Wir sehen es an dieser Krippenausstellung um uns herum. Aber ich möchte auch meinen Kindern für ihr Verständnis für mich und die Gemeindearbeit besonders danken. Denn sie können sich vorstellen, dass 4 Stationen und alle, die selber Pfarrer sind, eine Herausforderung sind, die man nicht in Worte fassen kann. So viele Vorsitzende des Kirchengemeinderats an meiner Seite, aber auch der Sekretärinnen, Frau Fetzer, Frau Aschenbrenner, Frau Fingerle, Frau Martina Mansch und Gerda Maute, habe ich noch nie gehabt. Auch der Organisten, viele Ehrenamtliche und unser Gemeindebrief durch Frau Hummel wird letztlich ehrenamtlich und ihre Familie geschrieben. Ehrenamt im Chor, im Posaunenchor, im Besuchsdienst, bei den Senioren, bei den Schülern, bei den Familien, bei Fremden, bei Nachbarn, beim Bestatter, aber auch in anderen Situationen. Auch Organisten. Denkt mit mir und denken Sie mit mir an Manuel Kolb, an Frau Ramin, an Frau Lim. Ich hoffe, dass Herr Siebert bald im Januar unser neuer Organist hier wird. Noch nie so viele wie in Zell gehabt, die ganzen Ehrenamtlichen dazugerechnet. Und das bedeutet sehr viel Flexibilität. Eike Vogt und Herr Röcker, am Anfang, unsere Zeit ist mir unvergesslich toll. Die ersten Schritte mit Gottesdiensten auf dem Backhausplätzle, im Egert und sogar im neuen Vereinshaus. Nancy Trautmannsdorf, sie hat mich schon einmal gewürdigt. Danke, Nancy, für deine zweite Rede der Würdigung. Vorletztes Erntedank. Wie wenn ich gespürt, oder wir gespürt hätten, dass heute nicht viel möglich ist, haben wir damals mein Jubiläum und auch schon Abschiedsgedanken geäußert. Herzlichen Dank für eine überaus kreative und gute Zusammenarbeit. Und seit der letzten Wahl vor einem starken Jahr, Jörg Schittinger, danke, 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 dass du trotz all deinen familiären, gemeindlichen und beruflichen Verpflichtungen auch den heutigen Tag und die Fäden so vorbereitet hast. Wir haben ein sehr, sehr vertrautes Verhältnis aufgebaut. In deiner ruhigen und verlässlichen Art tust du uns sehr gut. Unser letztes Kirchengemeinderatswochenende im Stift Urach hat eine tolle Zusammenarbeit in unserem Gremium ermöglicht. Ich habe mit diesem kleinen Zeichen des Glastropfens meine ganze
Würdigung und meinen ganzen Dank ausgedrückt. Aber diesen Glastropfen soll den Spruch beinhalten: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Freude über Frau Mansch. Liebe Frau Mansch, das war eine wohltuende Zeit mit Ihnen. Nach gegenseitiger Absprache, manchmal war es auch nicht so regelmäßig, aber ich habe es versucht, haben wir vieles ermöglicht und somit segensreiche Gottesdienste ermöglichen können. Herzlichen Dank Ihnen ganz besonders. Ich könnte weitermachen mit Frau Klamert. Zuerst in den Herbstferien und dann in den Osterferien, Kinderbibeltage. Manchmal waren wir am Rand unserer Kräfte, aber wir haben es geschafft. Viel Kraft für die Zukunft. Mit manchmal bis zu 60 Kindern waren so zwei Erwachsene und dann sehr jugendliche Mitarbeiter doch etwas erfordert. Und so kann ich mir vorstellen, wie Frau Spieth, Direktorin der Grundschule hier in Zell, und früher Herr Steimle doch manchmal herausgefordert sind in den Tagen, die wir jetzt erleben. Ich denke an Herrn Ditzinger, den Leiter der WEK Esslingen-Kirchheim, mit dem ich ein freundschaftliches Verhältnis habe und der für die betroffenen behinderten Menschen hier Außergewöhnliches ermöglicht. Ich denke an den Bürgerausschuss. Ismene sagt einem Mann einen herzlichen Gruß von diesem Augenblick. Mit Jochen Straub, seinem Vorgänger und anderen, Uwe Meckle, wo wir nicht nur den Weihnachtsmarkt, sondern auch die Gottesdienste auf dem Backhausplatz ermöglichen konnten. Ich danke und bin tief beeindruckt von Frau Holzmann, die uns, liebe Isolde, in diesen Corona-Tagen auch mit einem Mann immer wieder, ich sage Ihnen, wie es war, als wir nach 4 Wochen wieder singen durften, also nicht wir als Gemeinde in Corona-Zeiten, sondern Isolde Holzmann, da standen mir auch Tränen im Auge. Endlich mal wieder eine Stimme und ein Singen wieder. Das war für mich unvergesslich. Herr Lampert, Annette, deinem Papa, richte herzliche Grüße aus für den Posaunenchor und seine Arbeit. Auch dem Raphael Klaus, vielleicht kannst du es weitergeben. Dann möchte ich ganz bewusst unsere Distriktzeit hier in Oberesslingen, Hegensberg, der Johanneskirche und Zell ansprechen. Bitte richte herzliche Grüße aus, lieber Stefan, an deinen Kollegen Stefan, an Reinhard und an die anderen. Wissen Sie, es war schon wirklich überraschend, wie wir zusammengefunden haben und auch die Herausforderungen des Pfarrplans, ich glaube zukunftsweisend und auch beispielhaft, miteinander, ich hoffe es, wird sich erweisen, miteinander besprochen und gefunden haben. Ich habe mich in eurem Kreise und ich glaube, wir haben viel für unsere Kirchengemeinden getan, Dinge auf den Weg gebracht. Es wird nun mit deine und von Herrn Dekan Weißenborn Aufgabe sein, dass auch, dass die Gemeinden mehr zusammenwachsen, dass wir Gelegenheiten schaffen, wo man sich miteinander trifft. Viel Kraft für die Zukunft. Von vornherein war das Zusammenbringen von Diakonie, Bezirksstelle, Kreisdiakonieverband, Diakonischen Bezirksausschuss und Diakonenausschuss, kirchlichen Bezirksausschuss und dann auch noch Notfallseelsorge, eigentlich unerfüllbar, muss ich ehrlich sagen. Mehr schlecht als recht sind wir diesen Weg gegangen. Es tat sehr weh, lieber Herr Weißenborn, dass mit dem letzten Fahrplan diese 18% an Stellenanteil nun weggefallen sind. Das betrifft nicht mich, aber andere Kollegen oder das Anliegen der Diakonie in unserem Kirchenbezirk. Anscheinend unwichtig, wenn ich die Diskussionen damals mitbekommen habe. Lieber Herr Weißenborn, Sie sind ja nun zum Vorsitzenden des Kreisdiakonieverbandes gewählt worden vor 14 Tagen. Wir haben uns vor ein paar Tagen schon darüber ausgetauscht und deswegen kann ich das auch ganz offen aussprechen.
Stärken Sie diakonische Bemühungen in unseren Gemeinden. Ich habe es immer und ich hänge an diesem Begriff der inneren Mission verstanden und überzeugt oft mehr wie unsere innere Mission und Diakonie, überzeugt oft mehr wie unsere Worte. Es gibt viele Dinge, für die ich Ihnen aber sehr dankbar bin. Ihre Geduld beim Fahrplan 24 und die Stärkung der Zeller Gemeinde wieder auf 100% im Verbund mit Oberesslingen. Meine Nachfolgerin und Nachfolger wird bei bestimmten Wechseln der Kollegen Sirnau, jetzt hört er Stefan Kohnen ganz genau zu, das ganze Industriegebiet und Straßen von Oberesslingen mit zu versorgen haben. Also ein Thema der Zukunft. Ihre Worte und Ihre Wünsche, lieber Herr Weißenborn, haben mir sehr gut getan. Herzlichen Dank. So sage ich in Dankbarkeit Tschüss. Einige von Ihnen sehe ich bestimmt noch über Weihnachten, aber manche auch nicht. Lieber Herr Hausmann, ich werde mich, wenn meine Kräfte es zulassen, nach einem Jahr Pause gerne in manche diakonischen Dinge einbringen. Ich denke an die diakonische Kirche in Weil, aber auch im Blacherhaus eventuell. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie auch meine Kritik und meine Art akzeptiert haben und ein herzliches Dankeschön und eine gute Arbeit in den nächsten Jahren. So viel sind es ja auch nicht mehr für Sie. Uwe Schindera, ich habe in eurem Gemeindebrief so tolle Worte gelesen über unsere Zusammenarbeit auch in den Kirchengemeinden. Um das abzukürzen, einfach ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich immer wohlgefühlt bei euch und hoffe, dass diese Zusammenarbeit vom Singen über die gemeinsamen musikalischen Abendgebete auch nächsten Sonntag ein Ort bleiben und werden für unsere Frömmigkeit und unser Zusammensein. Das möchte ich ebenfalls auch in Richtung Hahnsche Gemeinschaft, Jörg, nimm es bitte mit, zum Ausdruck bringen. Herzlichen Dank an Herrn Frank und das Vertrauen, das wir miteinander auf dem Weg hatten, Gott befohlen. Sie sagen und hören, dass ich wieder mit einem "Fürchtet euch nicht" Spruch ende. Und manche mögen schon ahnen, den Hirten auf dem Weihnachtsfeld wurde wieder verkündet: "Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch wird bald der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids." Dankeschön für Ihre Geduld und Ihr Zuhören. Und ich wünsche einen schönen Sonntag noch. Dankeschön.
So geht in die vor uns liegende Woche unter Gottes Segen. Gott, der Herr, segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchtend über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen. Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Zugewandt, Friede mit dir.